Am 10. März erscheint der heiß begehrte Nachfolger zu Sonys erfolgreichem Online-Shooter SOCOM US Navy SEALs. In SOCOM 2 agieren die SEALs unterstützt vom britischen SAS und russischen Spetsnaz-Agenten in Brasilien, Algerien, Nordafrika und Russland. Wir haben uns eine Mission der Operation Keeping Faith vorgenommen und müssen in einer nordafrikanischen Kleinstadt eine Gruppe von Hilfskräften und Blauhelmen finden. Dazu kämpft sich unser kleines Viererteam vom Strand aus in die Stadt vor. Die Separatisten haben unserer Waffengewalt anfangs nur wenig entgegenzusetzen. Als wir in die Stadt vordringen, entdecken wir ein neues Feature von SOCOM 2. Wir besetzen ein MG-Nest und heizen damit den Gegnern ein. Gegen den herannahenden Panzer hier haben wir jedoch auch mit dieser Bleispritze nicht die geringste Chance. Zwischendurch checken wir unsere Position und die Marschroute auf der Karte. In dem rosa leuchtenden Gebiet befindet sich das Einsatzziel. Nur wenig später finden wir einen Überlebenden der Hilfskräfte. Sein Trupp wurde im Gefecht aufgerieben. Nicht schießen! Ich bin mit den Blauhelmen hier! Sprich leiser. Du siehst schlimm aus. Was ist passiert? Wir sind heute Morgen hier angekommen, alle 11 von uns. Dann haben wir unseren Hilferuf gefunkt. Jetzt sind sie alle tot. Das Funkgerät wurde verschüttet, als das Dach über ihnen einstürzte. Lies meine Lippen. Sei ruhig. Oh, ich verstehe. Kleine Mörser, haben die ganze Gruppe erledigt und die Trommelfelle dieses Jungen. Lasst ihn uns fesseln und dann hier rausholen. Ich glaube, es reicht ihm für heute. Also haben wir nur einen Passagier, den wir nun sicher zur Abholzone begleiten müssen. An dieser Stelle sei uns die Bemerkung erlaubt, dass die deutsche Synchro von SOCOM 2 erneut die militärische Ernsthaftigkeit der US-Version vermissen lässt. Zu seiner eigenen Sicherheit fesseln wir unseren Begleiter und machen uns auf den Weg. Die Route führt unser Team durch gut bewachte Gassen. Der Häuserkampf spielt in SOCOM 2 eine größere Rolle als im Vorgänger. Dabei gilt es besonders auf versteckte Heckenschützen zu achten. Wie schon im Vorgänger, werdet ihr während des Einsatzes über das Headset von der Einsatzzentrale mit wichtigen Informationen versorgt. Ein Kampfhubschrauber in der Gegend, der für Sie das Dach räumen kann, aber Sie werden das Ziel markieren müssen. Dass die SEALs nun auch Luftunterstützung anfordern können, ist ebenfalls neu. Das Scharfschützennest muss jedoch aus Sichtweite mit einem Laser markiert werden. Dazu kämpfen wir uns in die Nähe der Stellung vor. Dann wird die Laserpistole ausgepackt und das Ziel anvisiert. Der kleine weiße Balken rechts im Bild zeigt an, wann das Ziel markiert ist. Jetzt geht alles ganz schnell. Ein Black Hawk rückt an und nimmt die Stellung unter Raketenfeuer. Jetzt ist der Weg frei. Wir geleiten unser Paket noch sicher zur Abholzone, bevor uns ein Humvee aus der Stadt bringt. Hab mir einen Bösewicht geschossen! Insgesamt macht SOCOM 2 einen guten Eindruck. Die Grafik ist ein wenig schicker, die Gegner-KI ein wenig besser geworden. Neue Features, wie die MG-Nester, die ihr übernehmen könnt, oder der Luftschlag, sind interessante Neuerungen. Aber es gibt auch Kritik. Die KI eurer Kameraden zum Beispiel ist nicht ausgereift. Es kommt immer wieder mal vor, dass die Teammitglieder euch ziemlich blöd im Weg stehen oder noch blöder unglücklich von Anhöhen herunterplumpsen. Das führt natürlich zum schnellen Tod eurer Superagenten. Trotzdem,
SOCOM 2 ist die konsequente Fortsetzung eines erfolgreichen Konzepts, spannende Einzelspielermissionen und spaßige Online-Gefechte. Einen ausführlichen Test der Online-Spielmodi sowie einen Überblick über die neuen Multiplayer-Karten erlebt ihr in der nächsten Sendung von PlayTV. Das war eine tapfere Leistung, Jungs. Einsatz erfüllt.